Da draußen in der Gartenwelt gibt es noch einige Mythen, die noch von sehr vielen Gärtnern geglaubt werden. Zumindest ist das mein Eindruck aus meiner Internetbubble, zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder in manchen Telegram-Gruppen, dass sich doch so manch oder anderer Mythos, sage ich mal, immer noch fest in den Menschen verankert ist. Und weil ich keine Lust habe, immer wieder die gleichen Fragen zu diesem Thema auch zu beantworten, werde ich euch erstmal jetzt ein paar Zähne vielleicht ziehen und mal aufklären, welche Mythen denn ich genau meine. Jedes Jahr aufs Neue blühten Endfäule und die Behandlung mit einer Calciumtablette, die in Wasser aufgelöst worden sind. Kommt immer wieder vor, dass halt dann die Leute bei ihren Tomaten unten an der Unterseite erkennen, dass die halt solche braunen Stellen haben. Nennt sich Blütenendfäule, kommt einfach aus dem Grund, dass die Tomate nicht genug Calcium zur Verfügung hatte, damit sie halt hier diese Zellwände für die Frucht aufbauen konnte. Jetzt kommen halt dann viele Leute daher und meinen, okay, sie müssen jetzt ihren Boden mit Calcium anreichern in Form von dieser Tablette. Ist aber jetzt nicht so, das kann auch ganz schön viele andere Faktoren auch haben. Einerseits ist es halt so, dass die Calciumversorgung mit dem Wasserfluss mit einhergeht. Und das heißt, wenn halt die Pflanze nicht genug Wasser bekommt, kann es zum Beispiel entstehen. Es kann aber auch passieren, wenn die Pflanze zu viel Wasser bekommen hat und es dann eher feucht ist, hier nicht durch die Sonne oder durch die trockene Umgebung so viel Wasser verschwitzt werden kann von der Pflanze und sie dann dadurch die Notwendigkeit hat, Wasser durch die Pflanzenteile und auch die Früchte zu transportieren, wo dann das Calcium auch an den nötigen Stellen kommt. Außerdem ist es meist so, dass die Böden genug Calcium haben und mehr das Wasser hier das Problem darstellt. Und bei vielen, die halt jetzt im Kübeln anbauen, die haben halt einen begrenzten Raum, die Wurzeln sind auch nicht groß genug. Das ist halt auch ein wichtiger Faktor, dass halt die Wurzeln groß genug sein müssen, um halt die ganze Pflanze auch gut versorgen zu können. Also auch das obere Blattwerk. Anderer Faktor ist natürlich auch, wenn du zu viel Stickstoff beispielsweise hast, dann geht halt mehr alles ins Blattwachstum, ins Pflanzenwachstum, anstelle in die Fruchtbildung hinein. Also es gibt da hier viele verschiedene Faktoren und halt einfach so eine Calciumtablette durchmischen und die Pflanze damit begießen, hat sie halt wieder Wasser bekommen und deshalb kann halt dann dazu führen, dass dann die Pflanze die nachfolgenden Früchte dann wieder ganz normal sind. Außerdem gibt es einige Sorten, beispielsweise Flaschentomaten, die halt etwas mehr anfälliger sind für die Blütenendfäule. Zumal es auch nicht schlimm ist, wenn du es halt bekommst, einfach rausschneiden und dann kannst du die Frucht trotzdem essen. Wo wir gerade bei Nährstoffen sind, die Blätter werden gelb, vermehrt entstehen Mehltau oder andere Pilze, die Pflanzen werden befallen, die Endfäule entsteht zum Beispiel oder auch Braunfäule und die meisten Leute meinen, okay, das ist jetzt aufgrund eines Nährstoffmangels und geben halt der Pflanze dann irgendeinen Flüssigdinger. Die Frage wird auch oft gestellt, ob die Pflanze genug Nährstoffe hat. Vorherrschende Auffassung der Pflanzenernährung seit der Grünen Revolution ist, dass halt die Pflanzen durch anorganische Nährstoffe, das heißt im Bodenwasser lösliche Ionen wie Nitrate oder Phosphate über ihre Wurzeln aufnehmen. Allerdings ist in den letzten Jahren die Forschung darauf gekommen, dass Pflanzen auch ganze Moleküle und Partikel über ihre Wurzeln aufnehmen können. Darauf geht auch Herwin Pommeresche in seinem Buch Humusphäre viel tiefer darauf ein, dass halt die Pflanzen mit diesem ganzen Mikrobiom im Boden dadurch erst leben können und auch hier die Nährstoffe besser verwerten können. Die Pflanzen werfen ihre feinen Wurzeln raus, reichern die ein bisschen mit Kohlenhydrate an, um halt hier Pilze und Bakterien mit anzulocken. Und die werden halt dann aufgesogen und sind dann in diesem extrazellulären Raum. Und da ist es halt dann so, dass dann manche Mikroben dann mit der Pflanze in Symbiose gehen. Andere gehen zum Beispiel drauf und geben halt dann ihre Nährstoffe an der Pflanze weiter. Und die Mikroben, die halt zum Beispiel überleben, die werden halt dann das Reifegas Ethylen auch mit ausstoßen und werden dann wieder von der Pflanze freigelassen. Hast du halt hier so einen schönen Kreislauf. Dieser Kreislauf wird auch Rhizophagie-Zyklus genannt und Ethylen ist das Reifegas, was zum Beispiel in den Tomatengewächsen, also in Spanien, Italien oder den Niederlanden zum Einsatz kommt, damit sie halt die Tomaten sehr schnell reif werden und damit man sie halt schneller pflücken kann und alle schön nicht sonnengereift ernten kann. Außerdem führt Pommeresche noch einige Beispiele voran, wie er halt das beschreibt, wie dass das Mikrobiom sehr entscheidend ist für das Pflanzenwachstum und hat auch ein eigenes Selbstexperiment da auch gestartet, dass er halt eine Tomatenpflanze in sandigen Boden gesetzt hat, wo halt kaum Nährstoffe drin sind, also einen armen Boden und hat den halt gemulcht. Und eine Tomatenpflanze in fertigen Kompost reingesetzt, wo halt der reich an Nährstoffen ist, wie halt die meisten sagen.
Und da ist halt das Ergebnis letztlich dazu gekommen, dass halt die Tomatenpflanze, die in einem sandigen Boden, aber mit dem Mulchmaterial gewachsen ist, viel kräftiger und stärker gewesen ist als die Pflanze in dem fertigen Kompost. Wer auch mal dieses Buch lesen möchte, schaut auch mal gerne auf meine Literaturempfehlung, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findest du dann zum Beispiel auch das Buch, was du dir dann käuflich erwerben kannst und dann mal selbst durchlesen kannst, was der gute Herr denn alles so schreibt. Ist wirklich empfehlenswert. Hast du auch die kleinen süßen Tierchen bei dir im Garten? Wenn ja, dann freut es mich wirklich, dass du etwas für die Artenerhaltung tust. Wichtig ist auch, dass der Igel bei dir bleibt und sich wohlfühlt. Lass das Laub liegen. Am besten einfach verstreut über den Garten. Der Igel holt sich dann schon das, was er für seinen Bau benötigt. Und Mähroboter ist schon ziemlich gefährlich. Vor allem, wenn du den über die Nacht laufen lässt. Also da kenne ich auch einige, die das machen. Bitte das nicht machen, denn das ist lebensgefährlich für den Igel. Der Igel ist ein Fleischfresser und er frisst auch die von Luzifer versandten schrecklichen Tiere, die unser Gartenleben immer schwer machen, die Nacktschnecke. Aber das ist nicht seine Leibspeise, wie die meisten denken. Das macht der Igel aus einer gewissen Not heraus, weil er nichts anderes findet, weil sonst würde er auch die Schnecken meiden. Schließlich verklebt der Schleim den Mund und du musst halt dann etwas nachtrinken, damit halt hier das nicht alles zugeklebt ist. Bei den Enten konnte ich auch mal beobachten, in dem recht stark verregneten Sommer hatte ich dann auch recht viele Schnecken und die habe ich dann auch den Enten zum Fraß vorgeworfen, hat mein Bauernfreund sehr viele Enten. Und da ist es dann so gewesen, dass die irgendwann mal keine Lust mehr gehabt hatten, Enten zu fressen. Und eine, die recht jung war, die Ente, die wusste nicht, wie sie mit den Schnecken umzugehen hat und hat die dann einfach dann die ganze Zeit gefressen und den Schnabel nicht einfach mal ins Wasser getaucht, um halt hier den Schnabel zu säubern und wäre dann fast daran erstickt, weil sie es einfach nicht wusste. Erst als sie dann die älteren Enten beobachtet hat, wie die das machen, also da gab es ja wirklich kluge Enten, die haben halt schon die Schnecke dann im Schnabel genommen und erstmal gewaschen und dann runtergeschlungen, dann wusste die junge Ente auch, wie sie halt mit den Schnecken umzugehen hat. Ist schon recht interessant zu beobachten, dass sich die Enten ja doch am Anfang regelrecht um die Schnecken auch schlagen können und dann doch, wenn sie dann zu viel fressen oder dann nicht richtig aufpassen, dass sie dann vielleicht dann daran auch ersticken können. Und da sieht man halt, Liebe kann auch bis in den Tod führen. Leider musste auch ein Mann aus Schleswig-Holstein das zeitige Segen, weil er zum Beispiel eine bittere Zucchini zu sich genommen hat. Wegen solchen Fällen haben die Leute sehr schnell Angst davor, dass sie eine bittere Zucchini erwischen. Allerdings ist manchmal die Panik richtig überzogen. Also dieses ganze Thema mit den Bitterstoffen. Also wenn sich etwas in deine Zucchini reinkreuzt und du hast eine Kreuzung aus Zucchini und Kürbis, erst wenn sie bitter schmeckt, dann solltest du das ausspucken und in der Regel ist es ja dann so, wenn du halt merkst, dass es bitter ist, dann musst du es ja nicht gleich essen. Wofür hast du deine Geschmacksnerven und den natürlichen Reflex? Spuck aus und schmeiß das Zeug weg. Das ist schon eine erste Gefahr gemieden. Und das zweite ist, wenn die Kreuzungen sind nicht immer bitter, wie viele glauben. Wenn sie nicht bitter schmeckt, kannst du sie essen, gar kein Problem. Wenn du dir jetzt Zucchini-Saatgut kaufst, dann ist es halt so, dass die Gärtnereien schon drauf achten, dass halt die alle sortenrein sind. Also das heißt, die werden in der Regel mit Verhütungsmaßnahmen arbeiten, damit sich halt jetzt zum Beispiel in der Zucchini kein Zielkürbis mit reinkreuzt. Das heißt, wenn du halt das Saatgut kaufst, kannst du davon ausgehen, dass halt dann die Früchte sortenrein sind, also einfach die Sorte, die auf der Verpackung steht, und dass sie halt keine Bitterstoffe enthält. Diese Bitterstoffe kommen halt erst in den nachfolgenden Generationen, wenn sich halt dementsprechend etwas reinkreuzt. Das heißt, wenn du dann von einer Zucchini Saatgut nehmen möchtest und die Zucchini dann so lange dran lässt, bis sie ein Riesen-Oschi wird, dann nicht aufpasst, ob vielleicht in der Nähe irgendwelche andere Kürbisgewächse sind, die sich da eventuell reinkreuzen können, aber nicht müssen, dann ist halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit mit dabei, dass sich halt dann neue Bitterstoffe in deiner neuen Zucchini-Sorte sich befinden. Aber auch hier musst du halt immer gucken und ausprobieren und schmecken, ob sich da wirklich Bitterstoffe angesammelt haben oder auch nicht. Muss ja nicht unbedingt sein. Das heißt, es ist halt nicht immer so, wenn du dein eigenes Saatgut von deiner eigenen Zucchini nimmst, dass halt dann da zu 100% sich Bitterstoffe bilden. Bleiben wir gleich bei den Zucchini. Und bei vielen Leuten haben sie dann schon recht früh in der Saison regelrechte Panik. Man hat ihre Jungpflanzen langsam anwachsen und im Juni dann schon die Blätter größer werden und die auf einmal diese komische Musterung auf ihren Zucchini-Pflanzen sehen. Und dann in Panik in Social-Media-Gruppen dann schnell reinschreiben, oh, was ist das? Ist das eine Krankheit? Was muss ich tun? Mehltau, Natron Lauge, irgendwie Milch begießen und sowas, die dann sagen, dass halt das irgendwie Mehltau ist. Nein, das ist eine sortenabhängige Musterung, da musst du nichts dagegen machen.
deine Pflanze geht es halt auch weiterhin gut. Erst wenn es halt dann Richtung Herbst geht, also zum letzten Drittel, und du halt dann so diese weißen Fleckchen und Pünktchen auch siehst oder den anderen Meter, dann kannst du dir auch sicher sein, dass du vielleicht hier nochmal mit Rohmilch besprühen solltest oder auch Natron nutzen solltest. In der Regel ist es halt so, wenn du halt recht früh in der Saison super Wetter hast, es ist noch trocken, schön sonnig, nicht ganz so verregnet oder auch kühl, dann ist es halt meistens kein Mehltau, sondern einfach diese ganz normale Musterung. Kannst vielleicht mal ein bisschen im Internet recherchieren und nachgucken, wenn du halt in deinem Saatguthändler das Vertrauen nach den Sorten raussuchst, welche Eigenschaften denn diese Sorte denn überhaupt hat. Genauso Gold wert ist für uns Gärtner der eigene Kompost. Und hier wird ein schöner Langzeitkompost angesetzt über mehrere Jahre hinweg. Und wenn dieser fertig und reif ist, kommt das dann ab in die Beete mit dem Glauben, dass da dann sehr viele Nährstoffe drin sind und die Pflanzen halt gut wachsen werden. Wenn du vorhin aufgepasst hast, dann kannst du mir jetzt erklären, was jetzt daran vielleicht nicht ganz so stimmt. Ich warte. Genau das gleiche, wie ich da vorhin erzählt habe mit Herwin Pommeresche, mit der Pflanzenernährung. In dem mikrobiellen Zustand, wo halt deine ganzen Regenwürmer, Mikroben und Pilze sind, das ist der perfekte Zustand, von dem deine Pflanzen auch profitieren. Du hast ja das gleiche wie in einem Wald, wo halt hier auch keine Komposthaufen angesetzt werden, sondern hier das ganze Laub und das organische Material einfach auf den Boden kommt und direkt bei der Pflanze zur Zersetzung auch kommt. Das heißt, Mulchen ist hier vielleicht eine bessere Alternative, und wenn du halt trotzdem zu viel organisches Material hast, kannst du einen Kompost anlegen. Den würde ich aber dann mit sehr viel Holzhäcksel auch machen, damit sich dort Pilze ansiedeln, weil durch die Mykorrhiza-Pilze und das ganze Myzelgeflecht verteilen die sich über deinen ganzen Garten, wenn dann noch hier mehrjährige Bäume auch noch da sind und auch andere Kulturpflanzen hast, einen ganzen Verbund, und die tauschen dann untereinander die ganzen Mikroben und auch die Nährstoffe, weil das dann hier wie eine Autobahn oder das Internet der Natur ist, wo die halt hier miteinander kommunizieren und die ganzen Nährstoffe auch austeilen. Aber ich würde halt diesen Aberglauben wegwerfen, dass halt ein fertiger Kompost gut ist wegen den ganzen Nährstoffen. Ich würde dann lieber einen halbfertigen Kompost auf die Beete raufwerfen oder halt einfach mulchen, damit er das Leben vor Ort bei den Pflanzen ist. Natürlich beim Mulchmaterial auf die Vielfalt achten. Das heißt, wenn du halt hier Küchenreste, sagen wir mal Obst hast, würde ich das mit Grasschnitt und Holzhäcksel ein bisschen mischen. Vielleicht auch ein bisschen Schafsmoll oder auch Mist, damit du halt die gute Vielfalt halt auch hast und eine schöne Kompostierung dann auch. Hattest du auch schon mal die Momente, dass du dich darauf gefreut hast, deinen Kohlrabi zu ernten, und auf einmal befindet sich da eine Fraßstelle und Ameisen tummeln sich dort? Mit euren Bandenkriegen könnt ihr euch ruhig selbst versklaven, aber nicht meinen Kohlrabi. Das bedeutet, das war vielleicht jetzt ein bisschen überzogen, aber dennoch reagieren einige Gärtner sehr hysterisch, wenn sowas passiert, und sie meinen dann wirklich, dass die Ameisen diese Fraßstellen verursacht haben, wobei die Ameisen oder auch andere Tierchen nur die Säfte aus dieser Fraßstelle raussaugen. Meist ist es so, dass diese Fraßstelle ein anderes Tier verursacht hat, zum Beispiel die Schnecke oder auch die Maus. Das haben sie dann über die Nacht gemacht, außerhalb unseres Blickbewusstseins, und dann kommen wir am Tag in den Garten, sehen dann, dass die Ameisen sich da rumtummeln, Zellflüssigkeiten aussaugen, und wir dann meinen, okay, das waren dann die Ameisen, obwohl ihre Beißerchen jetzt nicht so kräftig genug sind, um in die Zellwände von einem Kohlrabi irgendwelche Löcher reinzubohren. Hatte schon selbst oft genug die Erfahrung. So schöne saftige Melonen, Schnecke angefressen und auf einmal die Ameisen im Fruchtfleisch. In dem Fall sind die Ameisen nicht die Schuldigen, und übertriebene Vertreibungs- oder auch gar Tötungsmaßnahmen sind wirklich fehl am Platze. Also Ameisen erfüllen einen wertvollen Part im Garten, sind essentiell auch für die Bodenpflege. Ich habe sie sehr gerne bei mir im Garten, habe da überhaupt gar keine Probleme. Und wenn sie mal irgendwo ihr Nest bauen in der Nähe von Kulturpflanzen, da wo sie dann hier die Wurzeln vielleicht aufheben oder hier zu stark beschädigen, dann nehme ich zum Beispiel sowas wie Zimt, habe auch ein Video dazu gemacht, werde ich hier oben hier in der Infokarte verlinken. Und solche Maßnahmen nutze ich, damit ich halt hier eine kleine Abgrenzung habe, aber ich möchte sie trotzdem bei mir im Garten belassen. Ja, genau, du hast vorhin richtig gehört, man kann Melonen hier in Deutschland anbauen. Mache ich schon seit 5 Jahren erfolgreich, und du brauchst halt da erstmal die richtigen Kultursorten dafür, am besten frühe Sorten. Die aus Polen eignen sich da auch wunderbar dafür, zum Beispiel die gelbe Janusik findest du auch zum Beispiel auf meiner Saatgutliste. Und ich habe auch ein ganzes Video dazu gemacht, wie man halt Melonen richtig kultiviert, werde ich ja auch oben in der Infobeschreibung verlinken. Klar wird ein Großteil der Melone jetzt nicht so wie aus Italien oder Spanien, wenn man die aus dem Supermarkt kauft. Aber dennoch, sie haben halt eine ordentliche Größe halt auch. Die früheren Sorten sind dann in der Regel kleiner, reifen dafür aber auch früher. Aber sie sind dennoch
süß und saftig. Das schafft man hier auch in Deutschland. Pfui, weg damit. Sonst bleibt der Pilz im Boden und nächstes Jahr habe ich wieder die gleiche Sauerei. Das höre ich sehr oft von Gärtnern, wenn es halt ums Thema Braunfäule oder auch Mehltau geht. Da wird ja mal empfohlen, wirf das ganze Zeug in die Restmülltonne, damit es hier schnurstracks verbrannt wird und damit die Sporen bei dir im Garten nicht übrig bleiben. Mir gefällt die Einteilung gut und böse überhaupt nicht, weil es halt so ein menschliches Konstrukt von uns ist. In der Natur erfüllen halt die Sachen einfach Aufgaben. Auch der Pilz ist halt dazu da, um zum Beispiel Abbauprozesse zu bewerkstelligen. Und wann tut halt ein Pilz etwas abbauen, wenn es halt in Richtung totes Material geht oder beziehungsweise die Pflanze zu schwach ist, sich weiter fortpflanzen zu können. Und genau das passiert halt auch, wenn beispielsweise Pflanzen Mehltau oder auch Braunfäule bekommen, dann haben sie halt nicht die optimalen Bedingungen an ihren Standorten gehabt. Zum Beispiel bei den Tomaten ist es halt zu feucht, Luft konnte nicht zirkulieren, konnte nicht zu schnell abtrocknen. Auf einmal haben wir halt einen schnellen Pilz, weil es für die Pflanze halt ein ziemlich großer Stressfaktor ist. Dann noch ein zusätzlicher Faktor auch das Bodenmilieu, dass du halt hier kein gutes Gleichgewicht hast, was hier letztlich auch dazu führt, dass die Pflanze dadurch gestärkt wird. Das heißt für mich, dass der Pilz nur ein Symptomfaktor ist und die Ursache ein mangelnder Boden bzw. ein falscher Standort für die Pflanze, dadurch, dass sie halt nicht kräftig genug ist. Von daher ist halt für mich der wichtigste Punkt, erstmal kräftige Pflanzen zu bekommen und auch den Boden aufzubereiten. Was mache ich jetzt zum Beispiel mit dem Mehltau oder mit der Braunfäule, die kommen bei mir ganz normal auf den Kompost oder auch bei mir als Mulchmaterial und den mische ich halt mit anderen Komponenten, zum Beispiel mit Pferdemist, Holzhäcksel, Pflanzenkohle, Bokashi und damit ich hier halt das Bodenleben einfach fördere und hier einen humusreichen Boden habe, in dem halt immer stärkere Pflanzen wachsen und für mich macht es halt einfach keinen Sinn, da wieder organisches Material, was halt bei mir im Garten gewachsen ist, wieder rauszubringen. Ich möchte den Kreislauf schließen und dann gehören da diese Pilze auch mit dazu. Mit dieser Vorangehensweise der Bodenpflege ist auch für mich nach meiner Meinung auch die Fruchtfolge überflüssig geworden. Das heißt, ich baue eigentlich jedes Jahr an den gleichen Stellen meine Tomaten, meine Gurken auch an, die Kürbisse oder auch die Melonen. Und tu halt dann, wenn die Kultur zu Ende ist, halt dann eine nachfolgende Kultur reinsetzen. Salat und so zum Beispiel oder Feldsalat halt über den Winter hinaus. Und dann halt wieder, wenn es Zeit ist im Mai, kommen halt dann die Kulturen wieder auf den gleichen Platz. Aber natürlich ist bei mir der Boden nie offen. Da ist alles schön gemulcht. Ich pflege halt hier den Boden und führe halt in einem Kreis auf jedes organische Material, was ich rausgenommen habe in Form von den Früchten oder die Pflanzen, was ich rausgenommen habe, führe ich natürlich auch wieder zurück in den Boden, damit der halt hier fruchtbar und lebendig bleibt. Soweit mir bekannt ist, dass die Vierfelderwirtschaft aus dem Ackerbau stammt, also aus der Landwirtschaft und die ja nicht so affin für Permakultur sind und die Praktiken, die wir ja heute haben, da wundert es mich nicht, dass man halt sowas machen muss, weil der Boden halt ziemlich einseitig ausgenutzt wird. Jetzt noch zwei Schocker, die dein Gartenbild auf den Kopf stellen könnte. Der Kartoffelkäfer hier bei uns in Deutschland hat keinerlei Fressfeinde. Wirklich? Also es gibt schon einige Wespen, die Kartoffelkäferlarven doch gut dezimieren könnten. Wir sehen hier die Anpassungsfähigkeit von der Natur, dass sie hier auch einen ungeschlagenen Champ zu Knie stürzt. Und Nacktschnecken oder Schnecken im Allgemeinen sind auch nicht böse. Sie haben einfach nur bestimmte Aufgaben in der Natur, die sie nachgehen. Sie essen schwache Pflanzen oder auch fauliges Material, damit sie halt hier mit der Kompostierung und der Zersetzung weiter Folge leisten können, damit sich hier ein fruchtbarer Boden wieder aufbauen kann, damit sich hier starke Pflanzen etablieren können. Das ist einfach eine natürliche Selektion von der Natur, damit hier sich die starken Pflanzen durchsetzen können, damit halt hier der Bestand zum Beispiel gesichert werden kann. Oder möchte die Natur uns ein Zeichen geben, dass unsere jetzigen Kulturpflanzen doch nicht so natürlich sind, wie wir glauben, dass sie sind? Wer weiß.